Ey, ich sag, das herrschte Stille, warum bombardiert ihr euch da hinten? Mann! Voll meine Ansprache zerstört. Puddeljumper, Puddeljumper! Oi! Und weg sind sie. Ziehen sich nach Atlantis zurück wahrscheinlich. 6 Minuten 53. Nett, nett, nett. Und gleich mal Unterdrückungsstation aufbauen. Au. Die haben sich aber auch schon ordentlich ausgebreitet, die Tauri. Das hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Gleich mal 2 Drohnen bauen. Hoff, die Hoffana-Droge. Oh ja, Atlantis ist eine hochentwickelte, zu intergalaktischen Reisen fähige antike Stadt, die vermutlich auf der Erde in der Antarktis gebaut wurde. Da auf der Erde eine verheerende Seuche ausbrach, entschloss man sich, in die Pegasus-Galaxie auszuweichen. Da der neue Heimatplanet zu einem sehr hohen Anteil aus Wasser bestand, ließ man Atlantis auf dem Wasser aufsetzen und wie ein Schiff treiben. Tja. Müssen wir die Info. Schwarzes Loch, Kontrolle ist von Race auf Neutral untergegangen. Übergegangen, sorry. Das mit der Midway-Station fand ich jetzt echt schade. Hätte ich echt gern gesehen. Aber gut. Ja, aber gut. Das dann hat dann nicht sollen sein. Oh. Das könnte man in der Kampagne, in dem Pegasus Chronicles, könnte man das ja so machen, dass die Midway Station so ein Bodenlevel ist. Ne, da muss man die infiltrieren als Race und sowas. Oh, das wäre ja geil. Das wäre geil. Upsala. Immer noch Bäuerchen hier. Also Aufstoß. Ne? Vista. Vista mit Twister. Ich hätte hier gerne mal irgendwie alle selektiert auf einmal. Muss ich mal alles einzeln machen. Oh, hier hinten haben wir ja... Oh, da haben wir noch einen Planeten übrig. Ist ja. Impossible. Nö, später. Was warst du? Du warst Heimatverteidigung, gell? Nochmal 2 auf Heimatverteidigung. Was fliegst du, Heinz, eigentlich? Sipagna war das, ne? Ja, Sipagna. Lord Sipagna ist ein höherer Gurut und steht im Dienst von Anubis. In seinem Auftrag überzeugt er Osiris, sich ebenfalls in den Dienst von Anubis zu stellen. Was? Er fliegt, steht da nicht. Aber ich glaube, es war eine Pyramide. Nee, oder normales Schiff? Pyramide? Normales Schiff? Hm, weiß es nicht. Totgeglaubte Leben länger. Schalalalala. Bist mal fertig mit deinem Brummelding da. Ich will endlich meine Drohnen haben. Meine Informationslieferanten. Vier Plätze werden noch belegt, 3 sind dann noch frei. Haben wir noch 2 sind dann noch frei wegen der Erweiterung da. Ach, machen wir nochmal Tempel. Konstruktion abgeschlossen. Midway Station, Midway Station. Pegasus Galaxis. Wir kommen. Schneller! Produziere schneller! Im Hintergrund hört man jetzt das Schwingen einer Peitsche. So ganz imaginär müsst ihr euch einbilden. Und dann sieht man auch, dass es alles viel schneller geht, weil das, immerhin arbeiten die ja für mich. Deswegen bemüht man sich da extra. Das ist ja selbstverständlich. Konstruktion
Wem geht es besser? Wem geht es besser? Ich, was auch immer die sagt. Mehrere Befehle. Voll irritierend. Oh, die nächste wird produziert. Das mit schwarzem Loch nervt irgendwann dezent. Ja, merkt er. Na kurz übrigens. Es war Wirtschaft, ne? Militär. Planeten. Ja. War zu erwarten, ja? Zusammenfassung. Ja, die Übersicht hier mag ich nicht so ganz, da kann ich nicht immer so viel mit anfangen. Aber wen es interessiert, der kann es im Game gerne machen. Wie gesagt, ich brauche einfach meine normale Ansicht hier, rush da durch und Finanzen einen Anteil, ein bisschen so einen Blick haben und das war's dann. Dann bin ich zufrieden. So. Unsere erste Drohne ist auf dem Weg nach Atlantis. Was wird sie finden? Eine Stadt. Ein Flugzeug. Ein Vogel. Superman. Nein, sie wird Tauri finden. Hässliche, kleine, dreckige Tauri, die überall herumwuseln. Die den heiligen Goa'uld-Boden beschmutzen. Oh, dann in der Pegasus Chronicles Kampagne dann noch die Genii. Jofana, alles. Oh. Ich steck da, ich muss gestehen, ich stecke hohe Erwartungen in die Pegasus Chronicles Mod. Und weil man da einfach so viele Möglichkeiten mit hat. Aber es bleibt letztendlich der Modding Group überlassen, was sie daraus machen, wie sie es machen. Und oh gut. Und naja, es bleibt abzuwarten. Meine Erwartungen werden vielleicht enttäuscht, weil ich manches auch anders machen würde, manches nicht. Aber mein Gott, ich bin froh, dass es überhaupt wer macht. Hätte ich jetzt super, super Knowledge-Fähigkeiten und wäre jetzt der Obermacker im Modding, dann hätte ich mich auch sofort dran gesetzt. Aber sowas verlangt halt immer Zeit und, ja, Opferung der Freizeit praktisch. Da die Leute ja auch ein Privatleben haben und man kann nicht die ganze Zeit erwarten, dass sie auf freiwilliger Basis alles für diese Mod opfern. Und insofern bin ich schon mal ganz froh, dass es überhaupt was gibt. Zu vielen Spielen, wo eine Mod richtig geil wäre, gibt es ja überhaupt gar keine Modifikation. Und, naja. Oh, ja, okay. Okay. Oh, das wäre dumm gewesen. Zack. Wir leiten alle Energie von den Schilden auf den Hyperantrieb. Gut so, gut so. Mach mal. Dakara-Waffe, klasse antiker Superwaffe. Dieses Monument wurde von den Antikern gebaut, um Leben in unserer Galaxie zu schaffen. Es kann aber auch als eine Waffe benutzt werden. Momentan dient es als Boden-Boden-Waffe, die Fahrzeuge rund um die Einschlagstelle zeitweilig außer Funktion setzt. Voller Ehrfurcht blicke ich da drauf. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Oh, schön. Nach automatisch, hab keine Lust drauf. Keine geregnischen Verluste, das ergibt voll Sinn. Heliopolis. Welche bewacht das? 4 Stück von denen? 4 Hattacks bewachen Heliopolis. Sensor. Ist da was? Dann sichern wir eben nochmal den Raum über Atlantis. Kann ja sonst keiner auf anderem Wege zur Midway Station. Und Atlantis ist unser Tor zur gesamten Galaxie. Ja, weiß ich. Sehr ruhig. Es geht vorwärts. Schalalalala. Auch immer diese lange Reisezeit.
Es kommt davon, wenn wir die Metronom nehmen.